Hallo zusammen Leute, zu einem neuen Video aus der Videoreihe Was wäre, wenn die Formel 1 auf dieser Rennstrecke hier fahren würde? Und heute sind wir auf dem Dragon Trail Circuit. Eine Rennstrecke, die zum Beispiel in Gran Turismo Sport standardmäßig mit drin ist. In der Wirklichkeit existiert sie aber nicht. Sie ist quasi verortet in Kroatien, ist aber komplett fiktional für GT Sport zum Beispiel und andere Rennspiele sich ausgedacht worden. Und wir fahren heute mal auf diesem wunderschönen Layout auf der kombinierten Rennstrecke, die sehr, sehr lang ist. Und wir gehen an den Start mit Nyck de Vries im AlphaTauri. Viel Spaß. Wir haben jetzt hier wieder das komplette Fahrerfeld von 2023 eingestellt. 5 Runden auf diesem Kurs, der im Übrigen 10 Kilometer lang ist, der kombinierte Kurs, also halb so lang wie die Nordschleife. Aber wunderschön, die Rennstrecke ist so toll und vor allem das Racing mit der KI macht richtig Laune. Die fahren hier echt richtig ordentlich und wir gehen auch direkt rein und schauen uns mal die Strecke an. Let's go! Wir stehen so ein bisschen im Knick drin jetzt in der Startaufstellung, während die Ampel angeht. Und hier vorne haben wir schon die echten kroatischen Berge. Sieht wunderschön aus, wie wenn man wirklich da wäre. Also die Mod ist super gemacht. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Gas beim Losfahren hier aus der Linkskurve, aus dem Knick. Hier können wir das DRS aufmachen, DRS-Zone. Wir müssen jetzt mal die erste Runde ein bisschen vorsichtig fahren, während wir hier in die erste Kurve reinfahren. Hier geht es durch den Tunnel durch. Achtung, die knickt jetzt nochmal ab, ganz gefährlich. Auf der rechten Seite nur Leitplanke, also wenn wir da einschlagen, dann war es das wirklich. Platz 18, ein Platz geht's vorn. Hier seht ihr schon hier die KI, die kämpft hier richtig gut. Fahren hier zu dritt, zu viert hier durch die nächsten Kurven durch. Hier geht's nochmal in einen Doppel-Links-Knick rein. Da kann man relativ viel Schwung mitgehen durch die Kurve durch. Und hier geht's auf die offizielle Startaufstellung. Wir machen das DRS nochmal auf, schalten jetzt mal vielleicht auf Delivery High, dass wir da ein bisschen nach vorne kommen. MGUK, ERS geht an. Boah, da werden wir außen überholt vom Williams. Da geht es fast Vollgas durch. Die können wir fast Vollgas nehmen. Nochmal innen reinbremsen. Nächste Schikane. Geht es wieder hoch den Berg. Also die ist super, super cool zu fahren. Und da dreht sich der erste McLaren raus. Ein McLaren steht da. Ein bisschen zu viel gewollt. Auch wenn die KI hier richtig gut raced, gibt es hier natürlich den ein oder anderen Crash auch. Das ist sehr, sehr cool. Achtung, Linkskurve. Die ist sehr eng. So ein bisschen aufpassen. Wieder voll aufs Gas. Platz 15. Mit dem AlphaTauri ging es bisher ganz gut nach vorne durch. Achtung, wieder Zweikampf vorne. Ein Alfa Romeo mit dem Haas. Lando Norris ist jetzt ausgeschieden, retired. Den hat es richtig zerhagelt hier in der einen Kurve. Hier können wir vielleicht nochmal vorbeigehen. Oh, das war ganz knapp. Kleine Berührung. Hier geht es nochmal durch, so einen kleinen Tunnel durch. Nochmal runterbremsen, vorsichtig. Nicht gleich wegspinnen in der ersten Runde. Und nochmal links. Also die Runde ist so lang. Macht aber richtig Bock, weil es sehr schnelle Kurven sind. Also man kann sehr viele Kurven Vollgas durchfahren. Nochmal rechts. Einmal kurz nochmal abbremsen. Runterschalten. Und jetzt kommen wir gleich in den besten Teil der Strecke. Das ist super schön. Da geht es dann gleich zum Hafen hin. Zum Hafen hier in Kroatien. An den Hafen von der Dragon Trail. Können wir nochmal außen vorbeigehen vielleicht? Jawohl, geht's vorbei. Am Alpha. Und hier geht's jetzt hier den Berg runter zum Hafen. Und da sehen wir schon die ersten Yachten. Werden wir hier anbremsen auf die nächste Rechtskurve am Haas. Können wir eventuell auch vorbei. Hier die Yacht auf der linken Seite. Super schön. Sieht mega gut aus. Es ist echt richtig realistisch. Und hier der Teil, der sieht ein bisschen aus wie Monaco. Hier ist so ein bisschen Monaco-Vibes, wie wenn man hier durch Monaco fährt. Ganz eng an den Leitplanken vorbei. Der nächste Haas voraus, ist jetzt schon Position 14, ging echt ganz gut vorwärts hier in Runde 1. So, nochmal abbremsen, das ist jetzt die zweitletzte Kurve hier. Während die beiden Haas-Piloten hier kämpfen, geht es jetzt hier hoch. Und das war eine Runde, Leute. Eine Runde auf dieser absolut kranken Rennstrecke. Hier Dragon Trail. Rein geht's in Runde 2. Wir folgen den beiden Haas wieder in Kurve 1. Also diese kombinierte Layout, dieses kombinierte Layout ist richtig brutal, geht richtig ab und KI echt ordentlich am Fighten, da können wir hier vielleicht vorbeigehen, da ist kein Platz an den beiden Piloten vorbeizugehen, können wir vielleicht innen reingehen, innen rein, die beiden überraschen, ne, die fahren hier zu zweit nebeneinander, hier mit Schwung raus auf dem Körper, der S geht auf, ja, reicht noch nicht ganz, reicht nicht ganz. Er deckt hier gut ab, also die KI ist super stark hier, Achtung, ein kleines bisschen vorm Gas gehen, da verlieren wir fast das Auto. Können wir innen reinstechen für die Schikane. Jawohl, da geht es mit ganz, ganz viel Schwung vorbei. Haben wir ihn überrascht. Kleines bisschen zu viel Schwung.
hier durch und dann machen wir nochmal einen Platz gut. Platz 13. Weiter geht die Jagd. Also es ist wirklich eine der spaßigsten Rennstrecken überhaupt, die wir hier in diesem Format je gemacht haben. Ist absolut genial. Auch jede kleinste Bodenwelle merkt man halt auch direkt, wo man so ein kleines bisschen korrigieren muss. Hier drüber. Also diese Unebenheiten. Und dann geht es hier den Berg hoch und runter. Es ist absolut genial. Es ist richtig Kroatien-Urlaub-Vibes so ein bisschen. Achtung, nochmal ein bisschen vom Gas gehen. Da kommen wir sehr nah ran an den Haas. Die haben wir sehr gut genommen. Richtig guter Flow ist jetzt drin. Da können wir jetzt im Windschatten vielleicht vorbeigehen. Hier zum Hafen hin reinbremsen vielleicht. In die nächste rechts. Können wir fast schon zwei Positionen gut machen. Oh, side by side. Kommt er nochmal zurück. Wahnsinn, Wahnsinn. Gutes Racing hier. Sehr, sehr starkes Racing. Wieder in den Monaco-Teil rein. Die Curbs, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die katapultieren einen sonst weg. Nicht draufkommen auf den Curb. Jetzt können wir vielleicht vor der letzten Kurve vorbeigehen. Was macht der Haas? Bremst spät. Sehr, sehr spät. Vielleicht mit DRS. Vielleicht geht es mit DRS vorbei. Nochmal geht's hoch. DRS geht auf. Aber keine Chance im Moment, hier vorbeizukommen mit dem Alpha Tauri am Haas. Aber wir haben nach hinten ein bisschen Luft. Hier können wir vielleicht innen rein in die erste Kurve. Ah, kleiner Überraschungsmoment. Hat geklappt, hat geklappt. Ein Platz nochmal weiter vor. Ganz, ganz eng. Geht's da zur Sache. Wir sind vorbei. Platz 12. Und jetzt sind wir hinter dem Teamkollegen für die nächste Doppel-Links wieder. Es ist so krass. Eine Runde hat jetzt 2:50 gedauert. 2 Minuten 50, der schnellste Versuch bisher in Runde 2. Also es ist Wahnsinn, wie gut die KI hier fährt. Es ist keine offizielle Strecke in Assetto Corsa und die KI macht hier so einen guten Job. Jetzt mal abgesehen von Lando Norris, der mal wieder rausgecrashed ist. Aber es macht super viel Spaß. Also falls ihr Assetto Corsa habt und euch Mods installieren wollt, dann kann man die Strecke eigentlich nur empfehlen. So, da waren wir ein bisschen schneller. Da waren wir ein bisschen schneller durch. Sind vorbei am Teamkollegen. Und jetzt geht es nochmal runter zum Hafen. Position 11. Wir kommen vielleicht sogar an die Punkte rein hier in den 5 Runden. Können wir hier außen vielleicht am Alpha vorbei. Ne, haben wir keinen Schwung. Nochmal geht's am Hafen entlang. Jetzt nur kein Missbauen. Das Rennen war bisher echt stark. Da kommt der Teammate nochmal zurück. Sticht hier innen rein. Macht die richtige Dive-Bomb hier. Macht der S auf. Auf die Startziel, nur nicht crashen mit dem Teammate. So, Achtung, der S wieder zumachen, ganz wichtig. Nicht, dass wir das Auto verlieren. Oh, hier die Bodenwelle, die ist so brutal hier in den Tunnel rein. Und nochmal links, vorsichtig durch. Sehr, sehr viel mit dem Gas spielen. Wieder auf Vollgas. Der nächste Alpha voraus. Abbremsen können wir innen rein. Die Kurve ist sehr gemein, da trägt es einen sehr weit raus. Da braucht man den Schwung wieder für die nächste Startziel, wenn es DRS aufgeht. Wir ballern jetzt mal richtig ERS raus. Wir sind jetzt auf Attack-Mode. Hier für die Haarnadel wieder ein kleines bisschen verpasst. Wieder Vollgas raus. Wie weit geht es noch nach vorne in diesem Rennen? Also 5 Runden sind ewig lang. Wow. Krasser Save. Boah, das war richtig, richtig eng. Richtig eng. Da hätte es jetzt beinahe einen richtig harten Crash gegeben. Krasser Safe. Krass abgefangen gerade. Aber echt, 5 Runden sind ja eine Ewigkeit hier zu fahren. Wir sind ganz nah dran. Nochmal geht's runter zum Hafen. Außen nochmal anbremsen. Geht's außen dieses Mal vorbei. Ist wieder Side by Side. Es macht so Bock. Es macht so Laune. So, das müssen wir aufpassen. Nicht zu hart über den Körper drüber. Geht nochmal durch. Hat noch nicht ganz gereicht fürs Überholmanöver. Vielleicht nachher mit DRS. Leider ist das ERS jetzt leer. Wir müssen jetzt nochmal eine Aufladerunde machen. Für die letzte Runde. Gleich die letzte Runde in diesem Rennen. Let's go. Jetzt nochmal. Raus. Rausprügeln. DRS auf. Gehen jetzt einfach für die Runde nochmal auf Attack Mode. Die letzte Runde in diesem Rennen. Runterschalten nochmal. Wir schaffen es rein in die Punkte in diesem Rennen. Also hier könnte man echt auch ein längeres Rennen fahren. Wenn die KI hier so brutal gut raced. Jetzt können wir reingehen. Jetzt können wir für die Attacke gehen. Innen reingehen. Innen reinstechen. Achtung außen. Bisschen Platz lassen. Oh, knapp, knapp, knapp.
Oh, wir sind vorbei. DRS geht auf. Ah, kommt er nochmal zurück. Da kommt er nochmal zurück. Der Teammate ist auch wieder da. Starke letzte Runde. Achtung, DRS wieder zu. Vollgas hier durch. Und nochmal vielleicht hier innen anbremsen. Innen für die Schikane. Da sind wir nochmal vorbei. Haben wir ein bisschen Schwung wieder verloren hier hoch den Berg. Oh, da kommt er nochmal und schaut euch dieses Panorama an. Dieses Bergpanorama. Der absolute Oberwahnsinn. Wenn man hier oben ist, auf dem Berg, so ein bisschen Platz lassen. Oh, ein kleines bisschen verbremst. Runter geht's wieder. Oh, immer noch Side by Side. Ist das stark, Mann. So ein bisschen aufpassen. Jetzt nur nicht das Auto verlieren. Nicht wieder an der Stelle. Runterbremsen nochmal. Und weiter geht's. Jawohl, wir haben einen Punkt. Wir sind in den Top 10 drin. Also absolut geisteskranke Strecke. Geisteskrank. Nochmal durch den Tunnel. Vielleicht geht noch ein Platz gegen den Alpinen. Von Ocon. Achtung, nochmal Bodenwelle. Aber da sind wir fast safe. Fast safe. Nochmal links, rechts. Über den Curb drüber. Aber wir sind super schnell. Also KI raced hier super fast. Ist jetzt fast auf Maximum Schwierigkeit eingestellt. Auf 95. Und schaut euch die Berge an. Das ist der Wahnsinn. Da kann man mehr Landschaft betrachten, die Rennen fahren. Das ist sehr cool. So, nochmal außen. Hier hat die KI ein kleines bisschen Probleme, da mit Vollspeed durchzufahren. Die trauen sich hier nicht so richtig durch. Da kann man echt voll drauf treten. Ein Platz geht es nochmal weiter vor. Nochmal runter zum Hafen. Wieder Zweikampf vorne. Leclerc gegen Alonso vorne. Im Ferrari. Der Ferrari gegen den Aston Martin. So, und jetzt ein letztes Mal durch die Monaco-Section. Hinter dem Mercedes von Lewis Hamilton. Können wir Lewis Hamilton noch in der letzten Kurve kriegen? Können wir da noch reinstechen vielleicht? Ne, reicht nicht. Hamilton bremst da sehr spät. Und hoch geht's nochmal. Ne, George Russell ist es. Der ist nochmal auf. Und das war's. Krass, Mann. Hier haben wir das Endergebnis des Rennens. Max Verstappen ganz knapp gewinnt er vor Perez. Dann Alonso 7 Sekunden Rückstand innerhalb dieser 5 Runden. Wir werden 9. Und es gibt tatsächlich nur einen Ausfall mit Lando Norris. Also die KI hier sehr, sehr cool zu racen. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben raushauen. Dann sehen wir uns im nächsten Video dieser Videoreihe wieder. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.